Was muss man eigentlich tun, um auf YouTube erfolgreich zu sein? Hm? Ha, ich hab's. Ich werde einfach irgendwelche Leute nachmachen, die schon auf YouTube erfolgreich sind. Das ist clever. Ja, Wenn ihr noch Reste von Nudeln habt, noch mehr im Gesicht machen. Die kann man auch drauf lassen und draußen rumspazieren. Das stört überhaupt nicht. Ja, oh, ich merke das schon, wie die Nudeln wirken. Nein, ja. Nein, wir sind an den Grenzen der Liebe. Das bist du und ich zusammen in Hey, was soll die Scheiße? Ich meine, wir machen mit dir so ein Vlog, ja? Geben uns mal schon die Mühe und was machst du? Du verarscht uns! Du gibst uns nicht mal Geld dafür, was soll denn das? Alter, wirklich? Ich finde das sowas von dreist. Ich auch. Ja, hiermit ist die Freundschaft beendet. Hast du noch das Messer dabei? Nee, aber ich hab, Cut! Also dem ist auch Angst, oh Gott! Ich wollte nie langsam stören! Stören! Ja, das ist aber doch keine gute Idee, eine Verarsche zu machen. Oh. Kann auch dumm laufen, sowas, ne? Ja, am besten, man macht einfach seinen eigenen Stil, ne? Mein Stil kennt ihr ja. Dieses künstlerische, feuchte, nasse, in Zeitlupe gehaltenes. Genau diesen Stil. Den sollte ich treu bleiben. Ja, findet ihr das nicht? Ach doch, oder? So, so was muss man treu bleiben. Oh, genau das. So, was ich eigentlich mit diesem Video sagen wollte. Attack of the Tromaggot ist fertig. Es gibt jetzt eine Version im Deutsch und im Englisch. Das ist eigentlich die Botschaft von diesem Video. Ja, ich verpacke die doch immer in so komischen Paketen, meine Botschaften. Aber hey, ja. Tschüss. Tschüss.